Freunde, die Community hat abgestimmt und überraschenderweise haben sich zwei Drittel dafür entschieden, dass Roland den 38T Hetzer spielen soll. Dann tun wir das auch heute. Und wenn wir jetzt schon wieder durchzählen, wie viele Infanteristen mitspielen und wie viele Panzer und Recons wieder auf dem Feld sind. Wow, meine Damen und Herren, da habe ich schon wieder richtig Bock, Infanterist zu spielen, weil es einfach hier keinen Sinn macht, was anderes zu machen. Das war wieder ein Witz, ey. Was haben wir jetzt? Drei Infanteristen? Ich sehe es nicht wegen der Zahl. Vielleicht ist da noch einer unter. Nicht, dass ich hier einen, oder? Wir haben nur Recons, Panzer, Panzer, Recons. Die Sowjetunion hat zurzeit die meisten Infanteristen, hat dafür aber auch vier Recons mit dabei. Die Amis, Junge, 5, 6 Panzer. 5 Stück. Mann, das wird ja lustig. Na, dann mal los. So, vorneweg. Falls mich jemand fragt, ob er lieber sich einen Hetzer kaufen soll oder einen Panzer 3, dann kann ich ihm nur empfehlen, Panzer 3 ist meiner Meinung nach erstmal besser, wegen des drehbaren Turms, eine höhere Feuerrate. Oh nein, der Tiger! Der Tiger, ich kann doch nicht schneller. Ich würde ja gern schneller fahren, aber ich kann nicht. Na, ein Glück haben wir ja genug Panzer. Daran wird es ja nicht hapern, Junge. Das ist so dämlich, ey. Sechs Panzer hier auf dem Feld. Wir sehen nur so wenig aus, weil wir alle ineinander fahren, weil wir so viele sind. Vier Leute. Wieso steigt. Na, was macht ihr denn jetzt? Alle gucken raus und gucken, ob schönes Wetter ist. Ich warte immer noch auf den Tag, wo alle rausgucken und jeder einen Headshot bekommt. So vier Sniper, so vier Russen-Sniper, die haben ja genug. Und dann wird's lustig. So, die Russen haben es mit am schwierigsten, obwohl sie bei O2 noch ganz gut spawnen können. So, die Amis haben die schlechteste Seite, meiner Meinung nach, weil wir den Vorteil haben, dass wir von dort aus besser schießen können und besser an O1 rankommen. So, Tiger vorne weg. Gefolgt vom 38T Hetzer. Da Roland Fuchs ist. Natürlich wird der Tiger nicht angegriffen, sondern wieder mal. Alles klar, Bin. Bisschen kann ich noch schießen. Und schon sind wir umsingelt von Gegnern. Den erwischen wir noch. So, ich kann ja wieder mal nicht aussteigen hier. Das ist unglaublich. Wie die hier geiern auf die Panzer, Junge, das ist immer der Wahnsinn. Ne, beim Tiger wird gleich gesagt, kriege ich nicht, da wird gleich auf den Hetzer gegangen. Getan. Jetzt bin ich der Dämlack, der hier abgeknallt wird. Und ich weiß nicht, wo der Hetzer steht, geschweige denn. Das ist einfach zu viele hier, wieder Millionen von Gegenspielern. Ein Glück kannst du nicht schießen. Oh, Stealth. Scheiße, er hat's gemerkt. Ich bin auch wieder der Erste, der angegriffen wird. Das interessiert auch nicht, dass hinten jetzt da angegriffen wird, ne? Hauptsache, mein Panzer wird hier attackiert. Lebt das Ding noch? Das ist ja unglaublich. Wir haben noch einen HP. Ist ja unmöglich, hier jetzt noch wegzukommen. Heilen wir uns mal und hoffen, dass wir es. Wenn nichts mehr geht, aber der Panzer hält was aus, ne? Ich hab das Ding schon aufgegeben gehabt. Eben grad. So, O1 haben wir ja schon. Na,
Aber wenn die Rote Armee versucht, hier diesen Hetzer zu klatschen, dann. Man versteht mich nicht immer falsch. Ich mag immer, wenn es Leute gibt, die die Panzer jagen. Es ist immer wichtig, dass man immer so ein, zwei Leute hat, aber nicht 12, wenn man nur 11 Mann hat. Ne, es bringt es einfach nicht auf die Dauer. Es ist mathematisch unmöglich, das Spiel darüber zu gewinnen, dass der Gegner keine Panzer mehr hat. Ne? Auch beim Dreiermatch ist es nahezu unmöglich, dem Gegner Spawns leer zu hauen. Das sind 80 Leute, die da spawnen können. Ne? Das dauert. Wenn du für jeden Panzer eine Minute brauchst, das kann man ungefähr planen. Ne? Weil der muss ja auch vom Spawn erstmal wiederkommen. Und wo wird der beschossen? Sehe ich nicht. Zumindest sind wir wieder fabrikneu. Dass hier hinten im Wald immer noch ein APC steht. Ah ja, jetzt sind wir wieder zwischen zwei Bäume geraten. Ach, ich liebe das, wenn du den Wald tuckern. Das heißt, wir kämpfen hier um D3. Wo ist er hin? Wo ist er hin? Oh, Alter, der halbe Panzer ist kaputt. Ich krieg einen zu viel. Da kommt der nächste angefahren. Muss mich hier im Wald verstecken. Das überlebe ich hier nicht mehr lange. Steht dafür sehr ungünstig. So, hoffen und beten, dass keiner da ist. Und schon wieder sind wir 2 Meter gefahren. Dürfen wieder aussteigen und reparieren. So, das ist doch ein schönes Spiel. Ich meine, dadurch, dass du einfach keinen drehbaren Turm hast, ne, sag ich ja, mit Panzer 3 hätte ich den, ne, weil ich auch die höhere Feuerrate habe, hätte ich einfach rübergewechselt noch ein paar E, dann komme ich einfach besser damit klar, ne. Mit dem Hetzer habe ich das Problem, ne, ich kann eben nur gerade schießen, muss dann etwa aufs MG wechseln. Oder gucken, dass ich da irgendwie den da doch noch mit HE wegkriege. In den Kopf einziehen. Ist aber schön, dass wir O1 haben und alle Russen uns auf den Sack gehen. Alle stehen am Flussufer, jetzt will ich hier einmal rüber gucken. Vielleicht sehen wir ja was da hinten. Da, Jackie, geradeaus zu. Nee, hast du mich auch gesehen? Du siehst mich nicht, ne? Ich will auch noch nicht das Feuer eröffnen. Ja, schön, dass du ihn markierst. Sehr gut. Meiner macht zwar am wenigsten Schaden, aber vielleicht kriegen wir ja doch noch was kaputt. Einfach mit draufhalten, in der Hoffnung, wir treffen was. Drehturmkranz zerstört. So muss es nämlich laufen. Der das hier Kommando hat immer die Panzer markern. Wenn es jetzt nämlich natürlich dumm läuft, kann es sein, dass wir nichts bekommen dafür. Schon hin sein oder auch nicht, ich sehe es nicht. Ja, wir haben wieder mal Pech gehabt, obwohl wir 90% der Arbeit geleistet haben. Ich habe den Panzer entdeckt. Ich habe zwar drauf geschossen, es hat aber niemanden interessiert. Ich habe den Tank zerstört, der am meisten Schaden bringt, ne? Ist doch egal. Da können wir leider nicht mithelfen. Aber wir können. Vorhin APC, ne? Komm, den pflücken wir mit HE raus.
Ach, zu spät geschossen. Viel zu weit. Weil ich krieg den Wagen ja nicht platt. Mit einem Schuss oder mit zwei. Deswegen immer volle Suppe draufhalten. Mit HE und hoffen, dass er runter, dass er irgendwie umfällt. Also der im Wagen sitzt. Hier erstmal ganz gut. Ich muss ja mit dem Panzer darauf setzen, dass ich dann irgendwie den Assist-Kill bekomme, weil alleine kaputt kriegen tue ich hier keinen Panzer. Also es kann jetzt durchaus sein, dass ich Pech habe und im ganzen Spiel nicht einen Abschuss bekomme. Ich meine, Glück hatte ich ja bis jetzt schon ganz schön viel, ne? Dass ich da mit einem HP noch überlebt habe. Das war, ja, Zufall. Sobald ich nämlich auf die Brücke fahre, bin ich Apfelmoos. Deswegen, ich kann mich gar nicht weiter bewegen. Und von hier aus habe ich den hohen Winkel. Ich kann also alles spotten, was kommt. Wir können auch noch 500 Meter hinten links. Sehe ich nicht. Da fährt was. Aber er mag es mir nicht. Eigentlich dürft ihr nicht ballern, aber sonst passiert hier eigentlich nichts. Wo ist der Jungsche? Ne, traf ich nicht mehr. Hat er Schwein gehabt? Eigentlich darf man jetzt, wenn man Jagdpanzer spielt, eigentlich nur dann schießen, wenn man auch einen Panzer sieht, ne? Also deswegen bin ich für den Verein hier nicht geeignet. Das gucke ich natürlich. Dass ich ihn schon mal mag, das ist schon mal gut. Natürlich dämlicherweise den Baum vor der Nase, aber wenn oben sich einer zeigt, können wir den auch rauspflücken. Falls sie nämlich da aus dem Spawn kommen, kann ich von hier aus wunderbar Unterstützungsfeuer geben. Aber da ich keinen sehe, schieße ich auch auf niemanden. Wer schießt hier auf mich? Bitte? Anscheinend nicht. Geschossen. Ja, die haben mich jetzt gesehen. Mich vorhin wohl etwas zu viel bewackelt hier. Ich liebe es. Wir haben natürlich immer das Wichtigste getroffen. Die Kette natürlich. Auf der Entfernung alles kein Problem. Ich treffe auch die, die Fliege mit der Zeitung. Ne, die lasse ich einfach fallen vom Mount Everest, wollte ich gerade sagen, oder vom Berliner Fernsehturm, und er schlagt natürlich unten beim Café, ne, beim Starbucks, kein Problem, erschlage ich die Fliege, die da unten sitzt. Ne? Also, hier jetzt irgendwie gezielt was zu treffen, ist schon ab einer Entfernung von 300, 400 Meter, ist schon nicht einfach. Ne? Ich meine, okay, so eine Kette, aber so ein Getriebe ist sowieso lucky. So, jetzt müssen wir mit unserem kleinen Dicken hier mal schmachvoll um die Ecke zurück. Wir haben natürlich immer noch nichts abgeschossen. Schon der Hammer. Na, das Einzige, was wir bis jetzt hingekriegt haben, ist gar nichts. Naja, gut, wir haben 6 Leute erschossen. Ist jetzt auch keine Heldenleistung, aber... Was willst du machen? Na, ich muss halt diesen Winkel zumachen, damit wir drüben die Panzer sehen, weil sonst, ne,
schießen die uns in die Seite. Jetzt muss Roland Fuchs ein bisschen weiter stehen. Oh, mit der Stuck über die Brücke. Jackie. Jetzt gibt's ein paar auf die 12. Ich versuche mal die Kette zu treffen. Na, war zu hoch. Versucht sich jetzt zu retten. Ja, ich sehe ihn. Ja, der kommt nicht mehr zurück. Etwa ist da ein Baum. Oder eine Wand. Hey, wir haben den Kill bekommen. Und wir... ist hier gerade RPG irgendwo etwa im Gebäude. Aber ich gucke erstmal rüber. Nicht, dass ich jetzt hier nämlich von der Seite in den Arsch geschossen wäre. Weil da würde ich mal als Panzer nämlich mal rüberlungern. Würde mich nämlich hinter der Kirche ein bisschen verschanzen. So. So, zur Not können wir auch nach vorne links wegfahren. Hauptsache, wir werden nicht mehr getroffen. Ja, das Wichtigste, ich setze immer gerne auf Hardcover-Deckung. Hier so ein bisschen Busch, das ist nicht so... so meins. Also man sollte immer, wenn man auf dem Hügel steht, irgendwie, dass man dann auch zurückkommt. Also da ist Quark. Ist das eine Jackie? Ja. Komm, das ist Oberdachpanzerung, das muss ordentlich Schaden machen. Na, können wir nicht so hoch zielen? Stehen wir ein bisschen beschissen da? Anscheinend. Come into the water! Da fährt sie die Submarine! Kommt noch weg, ich krieg einen zu viel. Komm schon. Ich treffe ihn zwar, jetzt habe ich keine Munition mehr. Sehen. Der da hinten lang. HE-Kugel, die fliegt zu langsam. So, spekulieren. Ich habe gedacht, ich kriege ihn noch mit den 19 Schuss oder was ich hatte. Wenn er sich hinten repariert, muss er damit immer noch rechnen, dass ich ihn per Lucky Punch irgendwie wegholen. Hab ich getroffen? Nee, ne? Wenn, würde ich da lang laufen. Wir sind aber knapp am Gewinn. Es bringt nicht viel, aber rausgucken kann er damit nicht. Tank zerstört mit einer Hehkugel! Muss ganz schön drüber zielen. Ich lasse ihn gerne auf 100 Meter, das hilft einfach. Aber manchmal kann ich mich auf dieser Hehkugel halt auch nicht verlassen. Gut ist, er kann nicht aussteigen. Das Ding ist platt. Kette beschädigt. Dabei sein ist alles. Kette zerstört. Gleich können wir. Magazin zerstört. Wir kriegen nichts dafür. SAE. So drüber gewechselt. Können wir ein bisschen tiefer zielen. Schönes. Man sieht einfach nichts und man schießt immer auf dieselbe Stelle in Ordnung. Steht er da noch?
ja kaputt. Keine Ahnung. Das ist wieder eine Jackie. Jetzt versuchen wir mal die Kette zu treffen. Jetzt haben wir Zeit. Nee, treffen wir nicht. Magazin zerstört. Jetzt haben wir die Kette. Na endlich. Von rechts beschossen? Das ist noch nicht, glaube ich. Das müssen wir doch merken. Wir halten volle Suppe drauf. Merkt, er schafft's nicht. Ganz beschädigt. Ja, jetzt kann man nicht mehr wegfahren, ne? Scheiße, Tellermine gelegt. Natürlich! One-Shot mit der Tellermine! Niemals! Da muss er 100 Stück legen! Niemals! Das ist unmöglich, Leute! Das ist unmöglich, wie ich mit dem Panzer geklatscht wird. Bei mir ist einer mal über 6 Tellerminen rübergefahren. Der hat mich ausgelacht, ne? Bin froh, dass er kein Video gemacht hat und sagt, der größte Noob aller Zeiten wegen Tellerminen gelegt. Bei mir ein paar Tellerminen gelegt, bumm, ganzer Panzer kaputt. Vergiss es. Also die Videos habe ich noch nicht gesehen. Komischerweise habe ich noch niemanden gesehen, der hier ein Video hat. Das müsste ja eine Million Aufrufe haben. Zack, Panzer Easy Going geklatscht. Zack, Tellermine gelegt hin. Das ist der Hammer. Wieder am lächerlichsten gestorben. Nein, das ist wieder absolut lächerlich. Ne? Und deswegen müssen sich die Leute auch nicht wundern, dass irgendwann wieder, ne, die Panzer sich immer so weit hinten hinstellen, dass wirklich nur noch an der Basis gecampt wird. Ne, weil ist ja One-Shot kaputt. Ne, ich racker mir einen ab mit der H3 und hier einmal eine Tellermine untergelegt. Zack, tot. Dann müssen sie die Tellerminen teurer machen. Ne? Die müssen mindestens genauso teuer sein wie ein Panzer, wenn das hier ausreicht. Das ist ja einfach lächerlich. Also ich habe jetzt eigentlich richtig Bock, mich mal wirklich in 2, 3, 4 Spielen nur irgendwo hinzustellen und zu warten, bis ein Mann kommt. Mir ist so, als wenn ich hier was höre. Sehe nichts. Und raushauen traue ich mich nicht. Weil immer einer darauf wartet. Weil es denn jetzt ein Panzer da gestanden hätte, mich abgeschnallt, hätte gesagt, ja, gut, das wäre realistisch gewesen. Aber ich müsste mich jetzt ja eigentlich hier hinstellen und darauf warten, dass einer kommt. Sei jetzt nicht, da liegt keine Tellermine drin. So aus. Hier überall die Tellerminen untergepackt und alle Panzer sind kaputt oder wie. Aufpassen, dass ich nicht wieder in 10.000 Tellermin reinfähre. Das Ding ist schon wieder gut. Brauche ich nicht mehr. Auf unseren Tiger. Leute, ihr tobt da alle über die Brücke, seid ihr alle wahnsinnig geworden. Die Jackie steht irgendwo da hinten und die sehe ich nicht. Also wenn das nächste Mal Teller liegen, Leute, ist die Aufnahme direkt vorbei, weil dann werde ich mich nicht mehr bewegen.
Ja, dann könnt ihr also dann hier zugucken, dann gehe ich Kaffee trinken oder so, weil kann ja nichts mehr machen, weil das gönne ich den Leuten einfach nicht. Dieses Nichtsverhalten und einfach mal eine Tellermine liegen und nichts quasi was bekommen. Was suchst du im Spawn des Gegners? Ach, ich wollte unbedingt die Mistralle. Manchmal. So, Tellermine liegt. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Ich bewege mir jetzt keinen Millimeter mehr. Das funktioniert nicht. Vergiss es. Jedes Mal, da hat er ein paar Tellerminen gelegt. Das funktioniert nicht, Leute. Das glaubt es mir, es funktioniert nicht. Ich habe es ausprobiert. Es funktioniert nicht, mal schnell Tellermine in den Panzer legen. Das funktioniert absolut nicht mehr. Er hat drei Tellerminen gelegt. Ich habe genau zugehört. Drei Stück. Das funktioniert. Egal welche Badges ihr reinpackt, funktioniert nicht. Na? Ich weiß nicht, wie er es macht. Aber auf jeden Fall muss er da irgendwas ausnutzen, was kein Mensch weiß. Er macht ja kein Video drüber. Müsst ihr ihn mal fragen. Ich kann mich ja auch nicht gegen ihn wehren. Ich werde das gleich als nächstes Video hinten dranhängen, wie ich versuche mit Tellermine in den Panzer zu springen. Ich werde mir alle Badges reinholen, ne? Und es wird nicht funktionieren. Das kann ich euch vornherein schon sagen, dass es nicht klappt. Ich werde auch leichte Panzer nehmen, denn nicht, dass dann einer sagt, der Panzer ist irgendwie schwerer gepanzert oder so. So. Da ich ja jetzt nirgendwo mehr stehen kann, habe ich jetzt zwei Möglichkeiten. Etwa ich stelle mich hinter meinen eigenen Panzern hin. Oder ich fahre jetzt einmal rüber. Ich fahre jetzt also quasi noch einmal rüber. Danach stelle ich mich nur noch hinter meinen eigenen Panzern hin und warte darauf, dass der ankommt. Weil irgendwann wird das Spiel hier mal so laufen, wenn das allen auf den Sack geht, dass wirklich sich nichts mehr bewegt an der Front, dass automatisch klar ist, der Verteidiger hat gewonnen. Und dann wird nur noch hinten in der Basis gecampt, gewartet. Mit Infanteristen, alles wartet darauf, dass einer kommt. Ne? Jeder Panzer wird mit mindestens zwei Infanteristen gesichert und dann wird nur noch die Stellung gehalten. Gewartet, bis einer kommt. So, jetzt fahren wir hier durch. Ich finde es aber schön, dass immer die Russen und die Amis sich immer gegen die Deutschen verbinden. Das finde ich immer ganz klasse. Ne? Jetzt habe ich einen kaputten russischen Panzer gesehen. Das sind einen die sämtliche Freude irgendwie am Panzerfahren, wenn du jedes Mal durch irgendeine Lächerlichkeit getötet wirst. Weil ich krieg einen Panzer auch nicht One-Shot kaputt. Ich muss da eine Stunde drauf schießen, bis ein Panzer kaputt geht und der legt mir hier drei Tellerminen hin. Das ist total lächerlich. Etwa sie passen den Panzerschaden an oder sie lassen es. Ja, tut mir leid. Ich krieg ihn nicht. Entschuldigung. Geh dich doch nicht um.
bleibe ich hier stehen. Nee, ist mir zu gefährlich. Ich könnte mich auch mal mittig auf dem Platz bei O2 hin, O1 hinstellen. Kann da leider nicht drüber schießen. Geht da um die Ecke? Nee. Schon mal den HE reinladen. Weil die Wahrscheinlichkeit ist ja eher höher, dass jemand vorbeikommt. In der Tellermine unterpackt als alles andere. So, jetzt kannst du rein. Muss auch einsteigen. Anders können wir ja nicht. Die gegnerischen Panzer sind ja keine Gefahr. Würde der Kollege jetzt mal einsteigen? Schon wieder eine Panzerfaust gedrückt. Ach, von ihm. Lass mich raten, ich treffe das Aluminium. Nee, das kann ich. So. Wenn der Tiger da rumfährt, fahre ich auch rum. Er sitzt immer noch hinten drauf. Er sitzt nicht im MG. Gerne hier reinfahren. Aber ich passe hier einfach nicht rein. So ein Ärgernis aber auch. Kann ich mich hier drin noch drehen? Nein. Wenn ich jetzt rausgucke, werde ich erschossen. Dann werde ich doch. Komm schon, wir müssen auch schon fast drin sein. Steck ihn rein, Junge. Um wie viel Millimeter passen wir hier nicht rein? An der Treppe fest. Da kommt man natürlich nicht weg. So, jetzt sitzt er und guckt mich oben raus. Was gut ist, ich kann ja oben raus gucken. Ich hänge an der Ecke fest. Ja, geh mir nicht um den Keks, ich will es mir dann rauszulenken. Ich habe ja versucht reinzufahren, aber das klappt nicht so, wie ich mir das dachte. Aber zumindest stehen wir hier so, dass uns kein Panzer sieht. Entschuldigung, nichts gesagt. Ach Leute, dann... Jawohl. Mit einem deutschen Tiger, der wieder gekapert ist. Oh, das ist wieder, es ist wieder so lächerlich hoch 3. Ja, ich habe einfach keine Lust mehr. Ich gewinne jetzt das Spiel. Ne? Einfach mal schnell durchlaufen. So, jetzt bin ich sowieso extrem überpowered. Ich weiß, es ist unfair den anderen gegenüber, weil ich jetzt eine Waffe in der Hand habe. Irgendwo eins gehalten? Nee, muss ich kurz rangehen. Sehr schön. Kommt Jackie angefahren.
der Hüfte schießen kann ich. Kein Ding. Ist mir fast meine ganze Heilung verdorben. Na, ich könnte jetzt das Haus bewachen. Oder wir gehen hier einmal um die Ecke rum. Erst gehen. Muss ich aufpassen, dass hinter mir keiner ins Fenster schießt. Das ist hinter mir gespawnt. Cool bleiben. Zwei gegen einen. Und wo schießt denn der? Feuer. Schon ein bisschen mies, wenn ich jetzt hier anfange mit der MP zu spielen. Dann habe ich noch drei Medkits dabei. Da kann ich nicht hingehen, weil der Panzer da doch noch steht. Bleiben wir hier stehen, wir haben Zeit. Irgendwer ist links von mir. Einer kommt jetzt angefahren. Entspann dich. Schnell durch. Da kommt die nächste AE-Kugel. Freunde, ich bin immer noch hier. Die Russen dürfen jetzt nur nicht den Punkt bekommen. Das Problem ist, du hast einfach null Bewegungsradius, weil so viele Panzer drumherum stehen. Ne? Die werden ja nicht angegriffen. Es werden ja irgendwelche Panzer, die ganz hinten stehen, ne? Und sich überhaupt gar nicht ums Battle kümmern, die werden ja angegriffen. Leck mich, ey, hast du mich erschreckt. Ich war doch auf ein ganz anderes gewartet. Willst du mich doch nicht mit der Pistole abschießen? Was sind wir denn hier? Hier jetzt keine AE-Kugel reinkommt. Da kommt einer mit dem Auto. Ist gerade rechts, oder seid bei mir. Jetzt vergessen mit der Waffe. Wie ist denn die Hellcat da reingefahren? Die muss ja da von der Seite reingekommen sein. Oder von wo auch immer. Nimm mal ins Garten mit Ziffernrohr, die ist doch gar nicht schlecht. Warum hast du nicht mit der geschossen? Sogar fast voll modifiziert, glaube ich. Ist doch bestimmt Two-Shot. Die hätte ich aber genommen. Ach, kommt euch mit dem ganzen Handgranatengewerfe, leck mich doch am Arm. Natürlich schießen wir uns beide hier gegenseitig ein Kreuzfeuer. Wir haben nichts mehr. Ach, na klar. Ha! Deswegen, ich habe nicht damit gerechnet, dass er so dumm ist und da rausgeht, weil hier nämlich alles steht. Deswegen. So, wir können volles Risiko mal machen. Vielleicht kriegen wir O2.
Es wird einfach nichts mit dem Panzer fahren. Ich habe es probiert. Na, es sind einfach zu viele Lächerlichkeiten. Zu wenig Panzerduelle. Du bist halt wehrlos mit dem Hetzer gegen Infanterie. Und dadurch bringt das alles nicht. Mit dem Tiger bist du unbesiegbar. Wo schießt du? Nur der Headshot kann dich retten. Komm. Ja, wieder von irgendwo aus der Walachei. Ich liebe es. Von irgendwo aus der Walachei. Jetzt muss ich hier aufpassen, dass keine Esminen sind. Daher, das Schwierigste ist immer zum Punkt hinkommen. In Punkt ist ja meistens keiner. Das ist ja immer das Lustige. Den Punkt bewacht niemand. Warum auch? Ne? Kann man ein paar Esminen legen. Thema erledigt. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich keine reinrenne. Wer hätte damit nur rechnen können? Mit dieser Aussage, es ist niemand im Punkt. So, wenn einer drin ist, muss ich nach oben wechseln und den von oben wegschießen. Ich kann es jetzt beenden. Na Leute, wie ist? Oh, zwei, wir haben alle Zeit der Welt. Ich höre hier überall die Mosin knistern. Niemand interessiert sich für Hero Roland. Warum auch? Ist doch egal. Lieber dem Hetzer hinterherjagen. Der hat Spaß dran. Wenn das hier ein bisschen schneller gehen würde, wäre das Spiel schon gewonnen. Hälfte. %75. Nicht schön, aber es reicht. 90%. Zeitspiel. Spiel gewonnen. Roland gewinnt das Spiel und zwar ohne großartiges Können. Das ist immer so ein trauriges Beispiel dafür, dass die alle sich für alles interessieren auf diesem Spielfeld, aber nicht für das, was eigentlich wichtig ist. Ne? Das ist einfach so witzlos, dass ich da einmal 2 Minuten als Infanterist reinkomme und das ganze Spiel rocke. Weißt, mit nicht mal 20% Leistung. Wirklich, das ist echt immer traurig, Mensch. Das kann echt nicht angehen. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt hier der Superheld auf dem Spielfeld bin, ne? Aber es ist halt traurig, ne? Ich meine, ich werde noch einen Zusammenschnitt machen von den anderen. Da sind wenigstens ein paar schöne Sachen mit dabei. Aber es ist halt eben selten, ne? Es ist ganz selten. Da gibt es mal 1, 2, 10, wie zum Anfang. Aber meistens ist es so, ich kämpfe da wie ein Held gegen Infanteristen, ne? Oder es passiert eine Stunde lang gar nichts. Und wir wollen ja eigentlich ein bisschen hier Panzerkampf sehen. Und das ist ja auch das, warum ich das hier eigentlich gemacht habe, ne? Ja. Das war's aber mal wieder und das war mal wieder ein Beispiel dafür, dass Roland als Infanterist einfach, ja, das macht, was man machen sollte und dann ist das Spiel auch ruckzuck gewonnen.